Willkommen zu Let's Test Pirates Live für Rum und Ehre. Ja, es ist ein kleines neues Spiel von einem kleinen Studententeam entwickelt. Ist aktuell jetzt auf Steam Greenlight. Den Link tue ich auch mal in die Beschreibung, könnt ihr abstimmen, wenn es euch gefällt. Ja, das Spiel habe ich kostenlos bekommen zum Testen quasi und das machen wir jetzt einfach mal. So, Optionen habe ich schon eingestellt. Wir haben Standardspiel, Endlosspiel, Tutorial. Also ich habe den Trailer gesehen. Ich glaube, Tutorial brauchen wir nicht unbedingt. Ich nehme einfach mal Endlosspiel. Schatz, was man sieht. Das sind Errungenschaften. Keine Ahnung. Spiel starten. Okay, erstmal gucken. Also es ist Aufbau, Strategie, Dings, irgendwie sowas, nur halt mit Piraten. Wir haben einen fröhlichen Totenkopf, der keine Ahnung was bedeutet. Planken, Stein, Werkzeuge, Nahrung, oh, Alkohol, ja. Kleidung, Gold, Einwohner, 25 Einwohner, das ist Haupthaus. Haupthaus können wir upgraden. Goldlanger Platz 1000, Zufriedenheit 0. Okay. Das sieht aus wie ein Baumenü. Fischer. Holzfäller Steinbruch. Lager. Ja, ich denke, ist relativ selbsterklärend. Ich vermute mal, der Fischer wird uns... Ja, produziert Fisch. Holzfäller. Holzfäller, das scheint der Einzugsbereich zu sein. Der kommt einfach mal in den Wald. Auslastung 0. Was ist das hier? Arbeiter in diesem Gebäude. Anwesend 0, zugewiesen 0, maximal 1. Zugewiesen einer. Okay. Holzfäller findet keinen Weg. Straße bauen. Dann vermutlich Straße von hier bis dahin. Und jetzt, da irgendwas passiert. Der dumme Bauer hat behauptet, ich kämpfe wie eine Kuh. Keine Ahnung, was das bedeuten sollte, aber jetzt sieht er aus wie eine. Okay. Dann haben wir jetzt einen Holzfäller. Der hat irgendwelche Bedürfnisse. Hungerschlaf, Gesamt. Kleidung, Betrunkenheit, Zufriedenheit. Das ist noch ausgegraut. Das nimmt jetzt ab, okay. Ich denke, der macht jetzt da irgendwas. Den lassen wir erstmal machen. Dann Steinbruch. Steinbruch kommt hier an den... nicht auf den Stein, an den Stein. So, der kriegt auch eine Straße. Und jetzt kommt hier bestimmt irgendwie... jemand, der Steine abbaut oder auch nicht. Ach, ah, genau. Ich muss noch einen zuweisen. So, da kommt irgendjemand. Ein Mädchen in jedem Hafen. Ach ja, wenn dieses Sprichwort doch nur wahr wäre. Ich finde das gut, dass die quasi jeder so einen eigenen Text haben. Wird es irgendwie. Na, Nacht. Hier ist es noch hell, hier wird es irgendwie so dunkel. Keine Ahnung. Na gut. Dann Steinbruch haben wir, einen Holzfäller haben wir. Ein Fischer, der bringt bestimmt was zu Phrasen. Und da haben wir Fisch, dann kommt der dahin. So, muss ich das alles an diese Straße hier mit an... Achso, halt, ich muss so und ja. Fischer, kommt auch einer dazu. So, was bedeutet jetzt dieser Totenschädel hier? Kann ich den anklicken? Ne, kann ich nicht. Keine Ahnung. Okay, was haben wir hier noch? Arbeiter zuweisen. Achso, da haben wir eine Gesamtübersicht. Wie viele wir haben, was wir maximal haben können. Okay. Übersicht über unsere Bewohner. Okay. Wir haben sogar eine Frau. Wir haben mehrere Frauen dabei. Aha. Barbara. Paul, Sophia, Rebecca, Edith, hatten wir nicht 25 oder so?
Achso, da, ach, das geht immer eine Seite runter. Okay. Gut, dann... Nee, das hatten wir gerade. Was ist das? Kaperfahrt starten. Wir haben keine Schiffe. Dorfseeziel. Okay. Militär. Haben wir auch noch nicht. Okay, hier können wir die Geschwindigkeit erhöhen. Und das sind... Ja, das ist das Menü. Spiel fortsetzen. Gut. Handlanger erreicht keine Taverne. Heißt, hier, wir wollen... Moment. Ich glaube, in Tortuga wäre ich besser dran gewesen. Die wollen wahrscheinlich Betrunkenheit haben. Was haben wir denn noch? Steinbruch, das haben wir, ein Sägewerk. Sägewerk produziert Planken aus Baumstämmen. Aus Baumstämmen müsste es heißen. Dann ist das vermutlich klug, wenn ich das nah an dem Holzfäller baue. Da können wir zwei Arbeiter zuweisen. Machen wir mal. Also es erinnert irgendwie so ein bisschen an Siedler, finde ich. Man baut hier die Gebäude hin, verbindet das mit Straßen und kleine lustige Männchen machen dann den Rest. Okay. Zufriedenheit 44. Dann... Das hat Auslastung, dann vermutlich holen die sich selber ihre Baumstämme. Handlanger benötigt Wohnhaus. Wohnhaus haben wir hier. Bauen wir das mal dahin. Okay, da lädt sich jetzt irgendwas auf. Ist das... keine Ahnung, Schlaf oder... Mal gucken, der eine ist jetzt fertig, jetzt ist er schon wieder weg. Ich vermute mal, er hört auf, immer wegzulaufen. Vielleicht könnte ich mir ein Floß bauen und von hier verschwinden. Ich denke mal, das ist Schlaf oder sowas. Okay, jetzt wollen die alle in die Taverne. Taverne. Wohnhaus. Werft. Da, Taverne. Noch ein Runde. Ort für Piraten zum Essen und Trinken. Stillt Hunger und Betrunkenheit. Verbraucht Nahrung und Alkohol. Okay, Nahrung produzieren wir ja schon. Kann ich die auch irgendwie drehen? Nee, drehen. Weiß nicht, scheinbar nicht. Kommt das einfach mal hier hin. Und da stürzen sich natürlich alle gleich drauf. Taverne benötigt eine Schankmaid. Okay, weisen wir mal eine zu. So, hier haben wir jetzt Brot, Bier, Backfisch. Taverne hat keine Nahrung mehr, Mist. Kombüse, produziert Backfisch aus Fisch, produziert Brot aus Weizen, Fleisch aus Schweinen. Da fehlt auch ein N. Schweine, wo kriege ich denn Schweine und Weizen her? Ich baue... Keine Ahnung, Kombüse kommt neben das... Kann ich die? Doch. Ich kann da hin. Da kann ich zwei Leute zuweisen. Okay, die brauchen... Holen die sich jetzt Fisch? Der da holt sich jetzt Fisch... Ja, die holen jetzt Fisch aus dem Haupt... Also unser Haupthaus ist irgendwie ein Schiffswrack, okay, aber... Gut, jetzt haben die Fisch und daraus machen die dann Backfisch. Brot, Fleisch kann ich nicht anklicken. Okay, wir haben keine Nahrung mehr. Koch benötigt Wohnhaus. Dann, Wohnhaus. Ja, ihr kriegt... Nee, wo da? Wohnhaus. So, kommt hier noch ein Wohnhaus her? Wie teuer sind die eigentlich? Zwei Planken, zwei Steine. Ja, das... Okay, ich habe jetzt nicht wirklich eine Vorstellung davon, wie schnell Rohstoffe produziert werden. Aber ich denke mal, das ist recht billig. Belegung. Belegung 1 von 1 von 3. Also 3 wird die Gesamtzahl an Plätzen sein, aber die, was sind denn die beiden ersten? Achso, anwesend... Zugewiesen. Hier kann ich nichts zuweisen, aber wird schon richtig sein. Taverne hat keine Nahrung mehr. Okay, dafür brauche ich Werkzeug. Wie kriege ich denn Werkzeuge? Steinbruch.
Lagerhaus. Erhöht bebaubaren Bereich sind Handlanger aus. Maximaler Lagerplatz um 30 Rohstoffe. Ja, Lager ist bestimmt nicht verkehrt. Kommt dahin. So. Schatzkammer. Schatzkammer brauche ich nicht. Das kostet alles Werkzeug. Aber wie mache ich denn Werkzeug? Bau einer Schlüssel, Upgrades. Tja, jetzt wäre natürlich doch ein Tutorial ganz gut. Wie mache ich Werkzeug? Was ist... Ich guck mich mal auf der Insel ein bisschen um hier. Das ist alles Stein, das... Achso, das ist ein See. Das sieht irgendwie aus, als wäre es ein Loch im Boden. Finde ich diese... Weiß nicht, das soll wahrscheinlich Reflexion sein. Das sieht aus, als würde das nach innen absinken. Gut, wir haben hier eine Insel mit einem Berg. Was steht? Stand hier nicht gerade was? Okay, eine Insel mit einem Berg. Das hilft uns aber jetzt noch nicht mit den Werkzeugen. Übersicht. Kann ich hier irgendwas machen? Haupthaus kann ich upgraden. Den Bau weiterer Gebäude, höhere Taverne, Werft, Zugriff auf neue Rohstoffe. Dafür brauche ich aber auch 8 Werkzeuge. Tja, das ist natürlich jetzt blöd. Backfisch. Waren. Warenbewohner. Waren. Wo kriege ich Werkzeuge her? Produziert in der Schmiede. Hergestellt aus Kohle und Eisenbarren. Wo kriege ich Kohle und Eisenbarren her? Verdammt. Ich kann auf jeden Fall noch eine Werft bauen, ohne dass ich Werkzeuge brauche. Mach ich mal. So, denn soweit ich weiß, kann man irgendwie Schiffe noch losschicken auf Kaperfahrt. Ich weiß nicht, vielleicht bringen die uns ja irgendwie hier diese krassen Rohstoffe. Schaluppe kostet 15 Planken. Ausgewogenes Schiff benötigt eine kleine Werft zum Bau, bietet Platz für 2 Piraten. Mittlere Kampfkraft und Laderaum. Eine Brick benötigt schon Segel, die wir natürlich nicht haben. Heißt, wir bauen eine... Eine Schaluppe ist im Bau, okay? Wenn ich jetzt... Oh, das Lager... Kann ich das Lager... upgraden? Nee, scheinbar nicht. Bla bla... Okay. Kann ich das irgendwie... Kann ich 2 Werften... Kann ich, ja. Oh, und das ist rot. Warum ist das rot? Habe ich keine... Planken, 6 Steine, 3. Doch, habe ich, aber warum... Oder darf die nicht? Achso, ah, das passt vom Bauplatz da nicht. Ja, gut, dann kommt die halt da hin. So... Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie übertrieben ist, dass ich schon direkt eine zweite baue, aber... Machen wir mal. Achso, die bauen jetzt... Okay, die bauen beide parallel. Bauen die jetzt aber auch 2 oder bauen die jetzt beide eine? Und wo ist die, die ich gebaut habe? Schiffe, hier. So, Schaluppe, da haben wir... Eine... Und die Crew. Die kann ich zuweisen. Okay, jetzt... Nee, die sind noch nicht fertig. Wie kriege ich denn überhaupt... Wir haben jetzt Einwohnerzahl. Haben wir 25. Wie kann ich denn die Einwohner erhöhen? Was haben wir denn hier eigentlich noch? Weberei, Waffenschmiede, Brauerei, eine Farm, Schatzkammer, Tierzucht... Munitionsmanufaktur und ein Bordell. Ja, muss natürlich sein. Okay. Sägewerk kommt zum Erliegen. Wieso? Was ist hier los?
Erz kann ich ja nicht. Baumstämme, Kohle. Kohle kann ich noch nicht anklicken. Pass auf, ich versuche jetzt mal eben. Schallope habe ich jetzt scheinbar 2. Und da. Also Besatzung 4 von 4. Okay, Proviant brauchen die. Was war das gerade? Achso, das ist die. Ah, das ist das Nachrichtenfenster. Ich wollte sagen, da ist irgendwie was weggefahren, aber. Nein, war es nicht. Proviant. Proviant haben wir alles nicht. Alkohol, warte mal. Proviant. Verpflegung wird komplett verbraucht. Erhöht die Kampfkraft der Piraten. Ja, achso, kann ich was eintippen? Ja, aber wir haben ja nichts. 2 Backfisch von möglichen 0. Brot haben wir sowieso noch nicht. Alkohol. Erhöht die Kampfkraft. Waffen. Erhöht die Kampfkraft der Schiffe. Ja, haben wir alles, nicht? Marine vor. Achso, die. Das da oben ist dann die. Erfolgsaussicht. 100% Seeziel. Vielleicht nehmen wir doch lieber erstmal ein Dorf. Also keine Ahnung, ob das jetzt richtig ist. Ich mache jetzt mal auslaufen. So, und dann fahren die hier. Keine Ahnung, wo fahren die hin? Hier ist die Karte zu Ende. Tschüss. So, ich hoffe, wir sehen sie wieder in nächster Zeit irgendwann. Okay, in der Zwischenzeit. Ja, können wir, glaube ich, nicht so viel machen. Ich könnte eigentlich nochmal einen zweiten Fischer. Wobei, kann ich nicht, weil das ist alles außerhalb unserer Reichweite, sozusagen. Was gehört denn jetzt? Ein Kreis gehört zum Haupthaus und der andere gehört zum Lager? Oh, da, sie kommen wieder. Und sie sind verschwunden. Kaverfahrt erfolgreich. Verluste. Keine Verluste. Neue Bewohner. Eine Frau haben wir geraubt. Beute. 5 Baumstämme. Was ist das da? Jetzt wäre es nice, hier ein kleines Pop-up zu haben, was das ist. Also 6 kleine silberne Dinger. 5-mal Bretter. 2-mal Werkzeug, glaube ich. 3 Fische. 4-mal Backfisch. Und 43 Goldmünzen. Keine Ahnung, was uns die nützen. Ein Beweis für deinen Erfolg. Okay, also unser Online-Penis, also E-Penis sozusagen. Gut, dann ich würde sagen, wir schicken die direkt nochmal wieder los. Nehmen wir wieder beide. Hier, 4-mal Crew. Und dann auf geht's. Das Schiff sieht diesmal anders aus. Naja, okay. Gut, jetzt haben wir 2 Werkzeuge, mit denen wir wahrscheinlich nichts machen können. Doch, ich kann Schmiede bauen. Jetzt ist die Frage, was ist zuerst am sinnvollsten? Warum haben wir eigentlich so wenig Steine? Ah ne, halt, haben wir gar nicht. 2 ist Werkzeug, ja. Okay. Dann würde ich sagen, die kann ich noch nicht bauen. Muss ich erst ermöglicht den Bau weiterer Gebäude. Vermutlich muss ich erstmal das Dingens hier ausbauen. Okay, Fischer konnte ich nicht. Da sind sie wieder. Keine Verluste. Einen neuen männlichen Bewohner. Wir haben wieder 2-mal. Okay, ist quasi dasselbe wie eben. 2-mal Werkzeug. Nur ein bisschen mehr Gold erbeutet. Tja, dann machen wir es gleich nochmal. So, auf geht's. Gut. So, was wollte ich jetzt? Ja, Fischer kann ich im Moment keinen zweiten machen. Ich kann aber noch einen Holzfäller bauen. Ich weiß jetzt nicht, ob die Bäume auch irgendwann quasi verbraucht sind. Es ist gerade ein bisschen doof, wenn ich dieses Baummenü offen habe, kann ich quasi hier nicht nach rechts scrollen, nur hier oben.
Das ist noch ein bisschen ungünstig. Na, ich baue den einfach mal hier neben. Ich weiß nicht, ob das schlau ist. Einfach mal machen, wird schon richtig sein. So, da weisen wir mal einen zu. Gut. Taverne hat nur 30% Auslastung. Vermutlich wird nicht genug Fisch rangeschafft. So, da sind sie wieder. Wir haben... Okay, diesmal, was auch immer das da ist. Ich denke... Nee, das sind Eisenbarren. Das da wird Kohle sein. Keine Ahnung, was ist denn das? Ich weiß es nicht. Wir haben jedenfalls wieder zweimal Werkzeug. Das heißt, wir brauchen immer noch einmal Werkzeug. Von daher... Gleich wieder los. So, die Holzfäller, der hat 100% Auslastung. Den da kann ich nicht anklicken. Doch, der auch. Okay. Zugriff auf neue... Ja, wenn ich jetzt wüsste, wie ich meine Grenzen hier quasi erweitern kann. Achso, ja genau, das Lagerhaus. Okay, das erweitert das auch. Moment, dann Fisch hatten wir nochmal. Da... Und andere Gebäude erweitern die auch den Radius? Ne, das ist der Einzugsbereich. Sägewerk? Ne, das ist ganz normal Einzugsbereich, ja. Das heißt, achso, wenn ich ein Sägewerk baue, dann muss das ja quasi auch bei den Baumfällern sein oder vermutlich in der Nähe des Lagers. Hier ist immer noch grün, aber hier kann ich... Kann ich doch. Ach so, ich... Okay, Moment. Kabelfahrt erfolgreich. Wir haben jetzt 8 Werkzeuge. Muss ich gar nicht in diesem Bereich bleiben? Kann ich auch einfach jetzt hier... Ne, hier ist rot. Oder kann ich das Lager überall hinbauen, wo ich will? Keine Ahnung. Naja, wie auch immer. Fischer. So, weisen wir einen zu. Der muss jetzt aber verbunden werden. Genau. Mit, nein, ich möchte bitte nach hier und dann nach, nein, verdammt, abreißen. So, ich fange am besten hier mal an, zack, nach dahin und nach dahin. Gut, jetzt müsste hier eigentlich jemand... Fischer findet keinen Weg. Bist du der Fischer? Nee. Moment, kann ich... Doch, der Weg geht da durch. Hm. Wieso? Ja, das ist nicht im Einzugsbereich von dem Hauptgebäude. Muss ich das jetzt erstmal ausbauen? Mach ich mal. Hat sich nicht wirklich was getan. Wie kriege ich da jetzt einen Fischer hin? Das ist eine gute Frage. Kann ich da vielleicht... Wenn ich hier ein Wohnhaus hinbaue? Hm. Tja, weiß ich jetzt nicht. Scheinbar will der Fischer da nicht arbeiten, warum auch immer. Dann würde ich sagen, in der Zwischenzeit... Schaloppe kann nochmal wieder... Auf Karp. Achso, ich kann ja auch eigentlich nochmal mehr bauen, ne? Eventuell, wenn wir mehr haben, können wir auch mal was anderes angreifen. So, Fischer ist immer noch nicht da. Ja, was muss ich tun, damit da jetzt ein Fischer noch an die Arbeit geht? Fischer findet keinen Weg. Der Weg ist aber da. Keine Ahnung. So, mal gucken. Ja, dafür brauchen wir überall noch Schatzkammer. Schatzkammer könnte ich bauen, die nützt uns aber, glaube ich, nichts im Moment. Dafür brauche ich überall Werkzeuge. Wir haben 2 Werkzeuge. Ja, haben wir bekommen. Dann baue ich jetzt mal einen Schmied. Und zwar dahin. Der Schmied braucht Eisenerz und Kohle, die wir... nicht haben. Tja, wo gibt's das? Eine gute Frage.
Jetzt habe ich schon drei Schaluppen. Dann nehme ich mal alle mit, wenn ich jetzt statt. Ne, das ist ein bisschen riskant. Wir bleiben erstmal bei dem Dorf. So, Schaluppe bauen wir noch eine. Du doofer Fischer, wieso geh da doch jetzt hin? Ständig den Kellnern rumservieren, das hätte ich doch auch zu Hause haben können. Schlaf, ja, okay, die laden sich damit Schlaf wieder auf, Hunger. Die anderen Bedürfnisse gibt's irgendwie auch nicht. Ach ja, wenn dieses Sprichwort doch nur wahr wäre. Eigentlich müsste doch. Ach nee, Mann, ich habe keinen Alkohol, genau, stimmt auch. So. Was haben wir erbeutet? Wieder zwei Werkzeuge. Ach Mist, wir brauchen mehr Werkzeuge. Schmiede kommt zum Erliegen. Ja, ich weiß, weil wir haben nämlich keine Kohle und auch kein Eisen. So, Schaluppen. Auf geht's. Tja, Werkzeugbeschaffung scheint ein bisschen langwierig zu sein am Anfang. Ich will jetzt wissen, warum dieser Fischer nicht arbeitet. Was muss ich noch tun, damit der bis dahin geht? Muss ich den da auch irgendwie... Eine Taverne, obwohl... Ne, die anderen haben ja auch angefangen zu arbeiten, ohne dass ich Wohnhäuser und sowas schon hatte. Tja, das ist mir jetzt im Moment ein Rätsel. So, unsere Schiffe sind zurück. Wieder zwei Werkzeuge. Können wir uns damit schon was kaufen? Die Weberei, die braucht Hanf. Das können wir im Moment auch noch nicht herstellen. Die Farm, die produziert Weizen, Hanf, Hopfen und Zuckerrohr. Okay. Ich denke mal, die können wir gebrauchen. Ich baue die jetzt alle mal hier nah an das Hauptgebäude, solange ich nicht weiß, warum hier keine Arbeiter hingehen. So, drei Arbeiter da mal hin. Achso, wir können auswählen, was die produzieren sollen. Sehe ich das richtig? Dann lasse ich erstmal Weizen produzieren. So, die Schiffe. Auf geht's wieder. Habe ich keinen freien. So, jetzt. Auf geht's wieder zur großen Fahrt. Schmiede kommt zum Erliegen. Ja, ich weiß. Okay, Weizen wird produziert, dann... Achso, hier kann ich auch umstellen, was die produzieren sollen. Aber die können immer nur eine Sache produzieren. Heißt, wenn ich alles drei gleichzeitig produzieren will, brauche ich dann drei Kombüsen. Würde ich jetzt mal vermuten. Tja. Aber ansonsten... Ne, das sind keine anderen Tabs hier, ne. Produziert Schwerter aus Eisenbarren. Also sehe ich das jetzt richtig, dass man an Kohle und sowas nicht... Also dass man das nicht selber irgendwie abbauen kann, sondern nur durch Kaperfahrten bekommt. Produziert Kohle und Eisenerz. Okay, ich baue nochmal... Mehr Schiffe. Wir haben wieder einen weiblichen Bewohner. Der Rest, ja, ist relativ Standard. Gut. Dann vermute ich mal, wir gehen erstmal weiter fröhlich auf Kaperfahrten, bis wir Werkzeuge haben für... Was wollte ich bauen? Schmiede haben wir, Weberei. Waffenschmiede. Dafür brauche ich aber auch erstmal... Eisenbarren. Eisenbarren erhöhen dann, oder Waffen erhöhen dann die Chance auf einen Sieg bei der Kaperfahrt. Aber vermutlich müssen wir erstmal eine Stadt oder sowas auch überfallen, um überhaupt Eisenbarren zu bekommen. Aha.
So. Naja, auf jeden Fall haben wir genug Holz, von daher können wir erstmal mehr Schiffe bauen. Aber ja, es baut ja scheinbar immer nur... Also es bauen zwar beide Werften, aber es wird nur ein Schiff produziert. So, Kaperfahrt. Wieder Werkzeug. Was ist das da? Ich schicke die mal wieder los und dann... Ich kann doch bestimmt im Lager irgendwie nachgucken. So, 10 Leute. Auf geht's. Ich kann doch bestimmt... Übersicht. Waren. Fisch, Backfisch. Hier steht ansonsten nichts. Und das sind aber weder Steine noch Planken noch Baumstämme. Dann weiß ich jetzt auch nicht. Ich stelle hier auf Hanf um und dann stelle ich die Kombüse mal eben auf Brot. Und dann können die ein bisschen Brot backen. So, dann hätten wir noch Steine, mehr Steine. Ich weiß auch nicht, hier ist ja ein Berg, oder kann man in dem Berg irgendwie Kohle und Erz noch abbauen? Allerdings haben wir ja keine Gebäude, die sowas irgendwie machen könnten. Einen weiblichen Bewohner, wieder, nee, keine, was auch immer das ist. Werkzeuge, 6 Werkzeuge. So, mehr Schiffe. Dann, wie sieht's denn aus mit 6 Schiffen, wenn ich damit eine Stadt, Marinefort, nee, Marinefort ist böse. Wie sieht's mit Seezielen aus? Fischereiflotte, sieht gut aus. Ich würde sagen, machen wir mal. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. So, und der Fischer hier. Was ist mit dem Fischer los? Das Lager zeigt dasselbe an wie da drüben. Aber warum geht da jetzt kein Fischer hin? Wenn ich da nochmal eben... Aber eigentlich unter dieser Palme. Wenn ich das jetzt deaktiviere, sieht das immer so aus, als wenn hier kein Weg ist. Aber hier wird mir ja einer angezeigt. Komm, ich baue noch mal eben hier einen Weg. Zack. Von da nach. Oder muss ich irgendwie die Tür treffen oder so? Wenn ich da noch was hinbaue. Nein, scheinbar nicht. Okay, was haben wir erbeutet? Was ist das? Brot? Das sieht aus wie Brot. Das da, keine Ahnung. 5-mal Fische, Backfische. Das da. Keine Ahnung. Gucken wir mal ins Lager. Was haben wir denn jetzt? Munition. 3 Munition, 1-mal Segel. Oh, Segel ist gut. Segel brauchen wir für größere Schiffe. So. Nee, halt. Pass auf. Das machen wir gleich nochmal. So. Und nochmal die Fischereiflotte. Auf geht's. Schmiede kommt zum Erliegen. Wieso war denn hier... Jetzt, hä? Hatte ich da einfach keinen zugewiesen? Das wäre ganz schön dämlich. Okay, Problem gelöst. Gut, dann kann ich ja jetzt neue Gebäude auch weiter entfernt bauen. Wir brauchen aber trotzdem erstmal Dingens, Werkzeuge. Dafür brauche ich Eisenerz und Kohle. Achso, kann ich wechseln? Ja, okay. Wir brauchen erstmal Werkzeuge, dafür müssen wir mehr kapern, denke ich mal. So, im Moment wird Hanf produziert. Segel, nee, Weberei. Weberei macht Segel. Okay, kommt. Ja, passt dahin, kommt dahin. Dim, 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 dim.
So, was haben wir jetzt? Wieder 3 Munition. Ein Segel und wieder Brot. Okay. So, die können Segel. Gut für Kaperfahrten mit viel Beute. Benötigt eine mittlere Werft zum Bau. Bietet Platz für 4 Piraten, großer Laderaum, geringe Kampfkraft. Okay. Upgrade kostet uns aber 16. Ja, toll. Das heißt, wir müssen weiter Dörfer überfallen. Beziehungsweise wir haben jetzt 8 Schiffe. Hm. 180%, komm, machen wir mal. No risk, no fun, würde ich sagen. Vielleicht gibt es da ein bisschen krasseren Shit als in kleinen Dörfern. Tja, für die Brick müssen wir erstmal abdenken, dafür upgraden. Dafür brauchen wir 16 Werkzeuge. Lagerübersicht. Segel. Segel haben wir nur, wieso nur 2 Segelmacher? Was ist da los? Die laufen auf 100%. Achso, okay, das geht einfach nicht so schnell. Na gut. Okay, dann würde ich sagen... Obwohl, nee. Ich produziere erstmal wieder Weizen. So, Kaperfahrt erfolgreich. Wir haben aber... Oh, 4 Leute verloren, haben aber 7 dazu bekommen. Ah, 10 Werkzeuge. Ja, das ist doch schon besser. 10 Brote, 10 Bier. Bier ist immer gut. Was ist das da? Irgendein Stock und irgendein braunes Ding. Also, an euch Entwickler, hier wären Pop-Ups sehr gut, muss ich sagen. Okay, Moment. Ja, ich gucke ins Lager. Lager ist besser. Also, Bier. Wieso haben wir jetzt kein... Achso, das Bier ist wahrscheinlich schon wieder ausgesoffen. Segel, Hanf? Nee, Hopfen? Was war denn jetzt diese... Was war diese Stange? Und was war dieses Braune? Keine Ahnung. Okay, eins davon war auf jeden Fall Eisenerz und eins war Kohle. Gut, und es werden jetzt Werkzeuge produziert. Wir haben jetzt 16. Das heißt, hier erstmal upgraden. So. Dann bauen wir erstmal eine Brick. Die wird komischerweise auch in beiden gebaut, obwohl das hier noch eine Werft Level 1 ist. Naja, gut. Keine Ahnung, ob das jetzt so beabsichtigt ist oder ob das irgendwie noch ein bisschen buggy ist. Man weiß es nicht. Gut. Achso, habe ich... Nee, ich habe gar nicht die... Ja, stimmt. Ich denke mal, die Flotte sollte man immer in Bewegung halten. So, auf zur nächsten Stadt. Ja, aber ansonsten muss ich sagen, es spielt sich eigentlich sehr intuitiv, muss ich sagen. So, Lagerstände, gute Übersicht eigentlich. Ansonsten, ja, Buttons, alle... Also ich habe das Tutorial jetzt ja nicht gespielt, aber eigentlich muss ich sagen, ich denke, ich habe es ja, einigermaßen kapiert. So, hier nochmal gucken. Maximalzahl ist überall eingestellt, ja. Ja. Nö, eigentlich alles gut verständlich. Lässt sich gut spielen. Weber, ach so, Weberei. Ja, wir haben kein Hanf mehr. Dann stelle ich hier wieder auf Hanf um. Achso, jetzt theoretisch, wie weit kann man das hochschrauben? Okay, 20, das ist schon relativ flott. Ich glaube, das ist ein bisschen zu doll. Ich lasse es jetzt mal auf 3. Kaperfahrt erfolgreich. Oh nein, wir haben ein Schiff verloren. Ein Schiff und 6 Leute. Haben 9 Leute wieder mitgebracht. Bier, Werkzeuge. Was ist das? Ich weiß es nicht. Ah, das ist Kohle. Kein Eisenbrand. Aber nee, sollte das Erz sein? Nee. Glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Na gut. Dann gleich wieder los.
Schaluppe, eine Brick kommt mit. Ich frage mich auch gerade, kann man Bewohner nur rauben oder kann man die auch irgendwie selber vermehren quasi? Also wir haben ja Frauen und Männer, aber ich habe bis jetzt keine Möglichkeit gesehen, dass man irgendwie selber seine Bevölkerung vermehren kann. So, Stadt. 100%, 100%. Sehr gut. Auslaufen. Fregatte braucht Kanonen, die wir nicht haben. Ja, dann bleiben wir bei der Brick. Ach, und unsere Schatzkammer ist jetzt doch schon voll. Okay, was können wir uns denn noch leisten? Wir haben jetzt auch jede Menge Werkzeuge. Schmiede haben wir. Waffenschmiede. Waffenschmiede haben wir noch nicht. Ich würde sagen, da wird jetzt Hanf produziert. Dann, ja, die hier machen mal, produzieren Weizen. Oh, ich habe keine Leute über. Verdammt. So, wir haben, ach shit, schon wieder 4 Piraten verloren. 7 dazu. Na gut, solange wir da im positiven Bereich bleiben, ist das, glaube ich, in Ordnung. Dann Bierwerkzeuge, Holz, 10 komische Dinger, 11 Kohle und 10 braune Dinger. Gut. 45 Einwohner, arbeitslos sind 18. Die brauchen wir aber auch noch immer, um die, ja, um die Schiffe zu bemannen. Die schicken wir auch gleich mal wieder los. Statt... Achso, ja. Ohne Crew ist natürlich nicht so gut. Achso, ja, okay. Je mehr Leute wir mitschicken, desto höher ist auch die Chance. Marinefort ist immer noch böse. Wir bleiben erstmal bei der Stadt. Beziehungsweise ich kann auch gleich noch mal gucken, was es noch für Seeziele gibt. Vielleicht können wir da auch noch irgendwas abgreifen. So, habe ich jetzt noch... Nee, jetzt habe ich keine Arbeiter mehr da. Davon Meuterer sind 4. Meuterer sind, glaube ich, nicht so gut. Aber was kann ich dagegen tun? Vermutlich, die Zufriedenheit... Kann ich nicht irgendwo die Gesamtzufriedenheit sehen? Meuterer. Entstehen durch mangelnde Zufriedenheit. Ja, genau. Stehen nicht mehr als Arbeiterträger oder für Kaberfahrten zur Verfügung. Verbrauchen weiterhin Ressourcen. Okay, das heißt, ich brauche vermutlich mehr... zu phrasen, mehr zu trinken und vielleicht auch noch Wohnhäuser. Nur ein Schiff verloren und, nur einen Piraten verloren und 10 neue mitgebracht. Das ist sehr gut. Okay. Meuterer sind weiterhin 4, ja. Gut. So, eine weitere Brick. Dann schicken wir die gleich wieder los. Hier wäre noch eine Einstellung gut, dass man gleich quasi eigentlich alle auswählen kann oder in 5er Schritten oder so. Weil hier jetzt immer 22 mal klicken ist ein bisschen doof. Aber ist ja nicht so schlimm, das Spiel ist ja auch noch ganz am Anfang. Da kann sich ja noch viel ändern. So, die Farm produziert Weizen für die Kombüse. Achso, und Fisch stapelt sich jetzt wahrscheinlich. Ne, halt hier ist die Übersicht. Fisch haben wir 107, ja. Dann wäre es vielleicht nicht verkehrt, wenn ich noch eine Kombüse baue. Die kommt dahin. So, die sollen ja bleiben bei Fisch. Und dann kommt hier nochmal eine Straße zum Lager. So, wir waren erfolgreich. 2 Schiffe verloren. 3 Piraten, 11 neue, das ist gut. Werkzeuge, ja. Also von Städten kriegen wir scheinbar immer Kohle und was auch immer das ist. Könnte... Warte mal, ist das... Ach, das könnte Eisenerz sein. Okay. Aber ich glaube... Nee, Quatsch. So, Brick sagt... Platz für 4 Piraten, großer Laderaum, geringe Kampfkraft. Geringe Kampfkraft ist nicht so gut. Schaluppe sagt mittlere Kampfkraft. Dann baue ich nochmal ein paar neue Schaluppen. Gut. Oh, wir haben sogar... Wieso haben wir Alkohol? So viel.
Achso, das ist alles. Achso. Da kann immer nur ein Pirat. Okay. Kann sich immer nur einer alleine besaufen. Dann baue ich die Taverne mal eben aus. Nächste Stufe kostet 10. Ach, eigentlich. Ja, komm hier, wir haben es ja. So, Wohnhäuser. Ne, Wohnhäuser kann ich nicht ausbauen. Zumindest jetzt noch nicht. Wie sieht es aus mit Meuterern? Meuterern haben wir immer noch. Meuterern immer noch 4. Das ist ja nicht so gut. Sägewehr kann ich nicht ausbauen. Ach so, die können auch Kohle produzieren. Dann dienen die gleichzeitig auch irgendwie als Köhler oder so. Okay. Dann. Pass auf. Wir kurbeln die Wirtschaft mal ein bisschen an. Oder? Warte mal eben. Eine Farm, die passt hier noch so schön hin. Die macht dann jetzt Hopfen. Dann kommen Holzfäller hier. Zack und Achso, ich kann immer nur einbauen. Zack und zack. So, den habe ich. Ne, die stehen beide auf. Moment, grün ist. Ja, genau, grün ist das, was sie machen. Dann stelle ich hier auch noch mal einen auf Kohle um. Achso, und vielleicht sollte ich natürlich auch Arbeiter zuweisen. Gut, die fangen. Ja, die fangen direkt an. Das ist gut. Okay, also ich würde sagen, im Moment, es läuft eigentlich recht gut. Ja, doch. So, neue Schaluppe. Neues Upgrade kostet. Ja, kann man machen. So, das nee, Lager kann man nicht aufwerten. Baut das Haupthaus, bau weitere Gebäude. Höre. Achso, wir müssen auch erst das Haupthaus ausbauen, können dann die anderen Gebäude ausbauen. Okay. So, hier wäre eine Bauschleife auch eigentlich gar nicht verkehrt. Wenn man gleich mehrere Gebäude, mehrere Schiffe in Auftrag geben kann. Wäre auch noch wünschenswert. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall. Hier wird Hanf produziert. Das geht in die Weberei. Ist die Weberei ausgelastet? Nicht ganz, okay. Hier ist Weizen, hier haben wir Hopfen. Dann können wir doch jetzt eine Brauerei. Planten 12, Stein 16. Produziert Bier aus Hopfen, produziert Rum aus Zuckerrohr. Okay, Zuckerrohr haben wir noch nicht.